So, guten Morgen, willkommen zurück beim Let's Play von Command & Conquer 1, der Tiberium-Konflikt. Und wir sind in Mission 9? 9. 8 war das mit der Kaserne. Boah, ruckt das oder bilde ich mir das nur ein? Oh, wir können Maschendrahtzaun bauen. Toll. Und es ruckt leicht, habe ich das Gefühl. Moment, das muss ich noch mal ändern. Ah, ich glaube, ich weiß warum. Ich habe da was vergessen. Ja, Moment. So, nun soll es flüssig laufen. Ja, sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja. Und wir... Was müssen wir machen? Das habe ich völlig vergessen. Ja, wir müssen Nord besiegen. Ja, die Missionen waren damals schon recht kreativ. Ach, halt, euch mache ich 2. Und euch mache ich 1, für den Fall, dass mich jemand angreift. Bin ich auch nur komplett wehrlos jetzt momentan. Nee, ja. Basis bauen hier. Das ist was für alte Omas. Basis bauen, habe ich jetzt Basis bauen gesagt? Nein, ja. Ja, ne? Ja, ich meine Verteidigung bauen. Das ist doch nur was für... für alte Omas, für Warmdusche, für... was weiß ich. Brotzeitholer. Boah, war fertig. Jetzt legen sie sich. Doch, die legen sich hin. Ja, das Hinlegen ist eh so eine Sache. Irgendwie schießen die immer vorbei. Ah, jetzt kriegen die Heli. Ja, soll ich die anderen auch noch gleich kaputt machen? Theoretisch könnte ich das sogar schaffen. Aber ob es lohnt, ist die Frage. Ich meine. Raketenboot kann eh nicht viel ausrichten, solange der Obelisk da steht. Gute Frage. Bist du online? Hallo? Geht ihr da mal rein? Muss ich da jeden einzeln zuweisen? Oh Gott! Ist ja grauenhaft. Wie konnte das Spiel nur ein Erfolg werden? Man muss jede Einheit einzeln in den Helikopter schicken. Ne, also. Bitte! Da haben noch eh die Hälfte aller Spieler gesagt, boah, nee, komm. Das mache ich jetzt nicht weiter, das Spiel. Ja, dann brich mal. Aber hier bloß nicht auf die Schuhe. Oh Gott, ich habe überhaupt kein Geld und nichts. Oh, da ist eine Kirche. Ist da Geld drin? Oh Gott. Geh weg da. 3 schicke ich gleich wieder rüber. Ihr greift mal die Kirche an und schaut, ob da Geld drin ist. Wehe, wenn nicht, dann bringe ich jeden Dorfbewohner um. Wahrscheinlich ist das das einzige zivile Gebäude und ich kann gar nichts weiter umbringen. Und warum gibt man uns überhaupt da unten Einheiten? Ich meine, der Heli hätte doch völlig gereicht. Geh sammeln, komm. Ich brauche Kohlen. Kohlen brauche ich, Kohlen. Oder Tiberium. Kann man Tiberium verbrennen? Naja, man kann es sprengen, aber verbrennen? So, damit man Türme bauen kann. Ja, jetzt können wir Wachturm bauen. Bauen wir Wachturm. Wir bauen lieber einen. Sonst endet das wieder in einer Katastrophe. Boah, da kommt kein Geld raus. Was ist denn das für eine Scheiße? Fuck, Zivilisten da. Oh. Oh, jetzt kommt das Raketenboot. Was, das kommt jetzt schon? Kommt es jetzt erst, wenn man die Türme da zerstört hat? Oder erinnere ich mich da jetzt gerade falsch? Ja, egal, es stirbt eh gleich, wenn es da an den Obelisken fährt, ist Feierabend. Ja, schön. Ich kann damit... Ich kann ja nicht mal Angriffsbefehle geben. Wie scheiße ist das denn? So, da bauen wir mal einen Tümmel hin. Da hat es... Vor allem, fährt einfach vorbei, na klar. Mal ernsthaft, mal realistisch gesehen. Wer macht das schon? Die machen gar nichts. Egal, das Ding wird jetzt eh gleich gegrillt. Da, es ist total nutzlos, das Schiff. Wer hat sich das bitte schon ausgedacht? Es ist so nutzlos. Egal, wir geben dem Panzer in Auftrag. Denn der Turm da alleine wird nicht viel reißen. Und ich meine, was bringt uns dieses verfickte Raketenboot? Ich meine, in der Zeit, wo da... Bis das kommt, also...
Da hat doch niemand da die Kraftwerke ausgeschaltet oder die Obelisken. Das schafft doch niemand, oder? Habe ich irgendwas übersehen? Mein, es überlebt ja gerade mal. Nicht mal einen Schuss mit den Obelisken. Und es kommt auch kein weiteres mehr, wenn ich mich richtig erinnere. Das war das einzige, ja. Es ist doch sinnlos, oder? Verstehe ich irgendwie den Sinn nicht ganz. Opferereien, wir brauchen Kohlen. Brauchen wir 20 Sammler, damit man irgendwas machen kann. Ah, wir haben Panzer. So. Dann. Nee, ich will einen Schützen. Bist du ein Schütze? Habe ich keinen Schützen? Rex Zero? Rex Zero? Nö. Ich habe keine Schützen. Ich bin schützenlos. Das ist schlecht. Wir können nicht noch mehr bauen. Wir können eine Werkstatt. Bauen wir eine Werkstatt? Wäre vielleicht nicht das Fälscheste, ja. My High Skill Deutsch heute wieder. Das habe ich irgendwie standardmäßig drauf inzwischen, ja. Oh. Was willst du? Was war das jetzt, bitteschön? Was war das? Kann mir das mal jemand erklären? Der kam hergefahren, hat einmal geschossen, ist wieder, hat sich wieder verpisst. Ich glaube, ich brauche noch mehr Türme. Und mehr Tiberium. Ah, der ist schon aufmerksam geworden auf ein Türmchen. Ah, geil. Wo will der denn? Wo will der hin? Hä? Hallo? Wo willst du hin? Was hast du vor? Erklär dich. Erklär dich. Boah, jetzt. Was macht denn ihr unfähigen Pfuscher wieder? Fahrt mal dahinter. Und baut noch einen Panzer. Mann, Mann, Mann. Ich brauche mehr Tiberium, sonst wird es gar nichts hier. Aber klumpt man da noch, damit ich da mal eine Werkstatt hinsetzen kann. So, Werkstatt, das haben wir alles. Können wir noch irgendwas Neues bauen? Nein. Dann eben nicht. Könnten noch ein paar Türmchen bauen. Werden wir auch machen gleich, ja. Türme sind immer gut und wir sichern nochmal. Ich habe immer noch Husten. Für den Fall, dass es immer noch nicht gemerkt hat. Ach so, mein Panzer. Ah, ich habe zwei Panzer. Je. Und du fährst gleich mal da hinten rein. Und Nord kauft sich eine neue Einheit. Wahrscheinlich den Jeep, den sie da verloren haben. Und es soll noch Tiberium kommen. Da unten ist noch Tiberium, oder? Ja. Oh, da unten ist wirklich noch Tiberium. Cool. Was wollt ihr von mir? Gar nichts. Fahren wir da rüber so, ne? Ja, den Turm setzen wir mal dahin noch. Und, oh, ich will ja nicht die bessere Version des Turms. Das ist doch scheiße so. Ja, den macht er noch kaputt. Bist du gleich wieder ganz? Komm, wer ganz? Jawohl. Du brauchst eine Reparatur. Ach, ist doch scheiße. Spring das Ding hoch. Hoffentlich ist da Geld drin. Macht die Zivilisten alle platt, wenn da kein Geld drin ist. Das hat kein Geld drin, ne? Boah, dafür sollte man das Haus niederbrennen, dass da kein Geld drin ist. Da ist noch ein Haus, macht das platt. Und da setzen wir noch irgendwo einen Turm hin und dann ist gut. Und was machen die da unten schon wieder? Das macht mich nervös, dass da so komische Leute stehen. Mal Sandsack runterbauen und einen Turm daneben stellen. So, wir bauen da noch einen Turm. Das soll dann Basisverteidigung ausreichen. Wird mal ansatzweise, glaube ich. Aber egal, wir bauen Panzer. Dann muss ich mal schauen, wie ich das mache. Kann ich noch was anderes bauen? Kann ich einen Raketenwerfer? Kann ich wieder noch nicht bauen? Wieder noch nicht bauen. Alter, mein Deutsch voll korrekt. Was? Ja, da muss ich mal ein. Wow! Verdammt, sind da viele! Oh Gott, mach die mal platt hier. Das geht gar nicht, dass da unten so ewig die Verteidigung ist. Noch ein Panzer, komm. Ach, ich hasse es.
Schon ewig reparieren nachher. Na egal. Tötet sie. Boah, wie lange das immer dauert, bis sie wieder in Kanonen. Kanonen! Ich betone es leicht. Kanonen! Ein Infanteristen. Infanteristen oder so. Kaputt. Was zur Hölle? Warum ist das so kaputt? Warum? Was zur. Ach ja, das war ja schon in der N64-Version so, dass die manchmal sich selbst beschädigt haben. Warum ist das kaputt? So, jetzt wieder ganz. Das geht ja noch gar nicht hier. Ich weiß nicht, das ist in der PC-Version immer noch so, dass die manchmal von alleine kaputt gehen, die Gebäude, so ganz leicht. Ach komm, jag's endlich in die Luft, Mensch, du stellst sie an. Und krieg ich jetzt Kohlen. Boah, was muss sie denn noch alles niederbrennen, wenn sie endlich Geld kriegt? Das ist doch schlimm. Was sind das alles für arme Schweine hier? Was für ein Drecksland kämpfe ich überhaupt wieder mal gerade? Okay, jetzt kommen wahrscheinlich gleich irgendwelche Spinner und wollen mich abstechen, weil ich hier Land beleidigt habe. Aber egal. Kill ich die Türme da unten noch? Ach, das war bloß das Ding, das explodiert ist. Oder schwer beschädigt ist jetzt und deswegen so ein komisches Explosionsgeräusch macht. So, alles repariert jetzt. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Und fall da rein. Mal wieder sichern. Ist nie verkehrt. So, und ich kriege immer noch kein Geld. Sag mal, ich kämpfe für euch und ihr gebt mir kein Geld, wenn ich euch töte. Was ist das für eine Scheiße? Du mit Zivilisten da. Da ist noch irgendwas. Spreng das noch in die Luft. Sie haben es verdient. Reparier mal meinen Panzer. Das. Fahr da halt rein. Oh. Die Sammler-KI echt, ey. Unbeschreiblich brillant. Boah, leckt das oder bilde ich mir das nur ein? Also wenn ich jetzt so scroll. Ich glaube, das ist wirklich so. Erkunden wir da drüben noch irgendwas. Wie? Da ist auch nichts. Hopp, da muss doch irgendwo Geld sein. Wollen wir das wieder versteckt? Wollen wir da nicht teilen? Ja. Solche gierigen Mistkerle. Baut einen Panzer. Na komm, werf schon eine dumme Granate da. Und das Ding machst du auch noch kaputt. Da ist wirklich kein Geld. Geizige Leute. Da will man ihnen das Leben retten und sie geben einem nicht mal Geld dafür. Also echt. Bitte. Mann, 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 Mann. Als nächstes soll ich noch ihr Haus reparieren, was von Nord niedergebrannt worden ist. Naja. Noch ein Panzer. Dich brauche ich dich eigentlich noch? Nö, ne? Nö, du läufst mal Richtung Basis, komm. Lauf mal dahin. Obwohl. Ach, verheizt man, ne, komm. Wir haben Panzer, was will man mehr? Ja, ich weiß gar nicht, ist das bei der PC-Version auch so, dass man ganz viele Panzer baut, die irgendwann ineinander reinfahren? Auf der N64-Version war das immer so, das war voll cool, wenn man so 10 Panzer oder so hatte und die sind dann rausgefahren und... Das war ein kurzer Ausflug, möchte ich mal sagen. Da, tötet den. Der hat euren Freund getötet, tötet ihn. Ihr kanntet ihn zwar nicht mal, aber egal. Tötet ihn. Tötet ihr euch selbst? Ja, ihr tötet euch selbst, ne? Ja, ihr seid so blöd. Mann, 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 Mann. Und wir kriegen noch einen Panzer, je. Yeah. Meine Armee wächst. Können wir ja bald angreifen, das ist so weit. Wie weit er kommt, das ist die Hölle, das ist die Hölle. Noch ein Stück weiter, der Obelisk hätte sich seine angenommen. Alt. Erstmal reparieren. Nein. Da war irgendwo Artillerie, da muss ich jetzt aufpassen, sonst. Die sind recht unlustig. Wenn man die zu lange am Leben lässt.